Servus Leute, willkommen zurück zu Super Mario Origins 2. Fein hat mir einen Tipp gegeben, wo in diesem Vulkanausbruch-Level eventuell das Geheimnis sein könnte. Ich habe gerade eben Daten von A nach B gezogen, ihr wisst schon, auf die externe Festplatte. Darunter auch Super Mario Origins 1. Und die Sachen, die ich eben nicht mehr gebraucht habe, die habe ich gelöscht. Mit Ausnahme von meinem Danganronpa V3 Let's Play. Das ist nach wie vor immer noch auf meinem PC, obwohl es 60 GB frisst. Aber das habe ich absichtlich drauf, weil ich überlege immer mal wieder, dass ich das Spiel komplett als Longplay mache, also immer so kapitelmäßig. Und dann muss ich mir in meinem Let's Play dann angucken, was ich wo zu erledigen habe, weil ich kann das nicht einfach so. Okay, da war ein Lag. Und ja, dann habe ich mich wieder daran erinnert, Moment mal, ja stimmt ja, da kommen ja noch Sachen, die mich psychisch fertig machen. Ich glaube, das ist noch so ein Gameboy, also ja, Gameboy definitiv, aber ich glaube, es ist Mega Man. Eventuell. Ja, und wegen diesen Bedenken, dass es eventuell zu hart für mich sein könnte, werde ich eventuell... Ja, und mit geklopft. Weil ich vielleicht das mit Longplay... ich werde es wahrscheinlich irgendwann machen, aber ich werde es... rauszögern noch erstmal. Und, oh nein! Moment, sie kommt. Genau. Na, schade, der Feuerball ist zu langsam. Komm her! Haha. Oh, einen roten. Geil. Die Musik ist so cool. So, Final meinte, auf diesen Totenkopfflößen muss irgendwo eine Einerlücke sein. Zwischen entweder zwei Lavaseen oder zwei Totenköpfen. Also nach einer Lückenausschau halten. Letztes Mal, wo ich Daten von A nach B gesogen habe, habe ich mir Xenoblade Chronicles 2 so ein bisschen bei mir angeguckt wieder. Wo durch in alte Let's Plays zu stöbern, macht echt Spaß. Und diesmal... Oh, gerade noch getroffen. Habe ich mir Danganronpa 2 angeguckt, das ich damals mit Osoma als Gast aufgenommen habe. Und ganz im Ernst, ich habe mich so totgelacht. Ich habe komplett vergessen, dass das so lustig war. Und da habe ich mir überlegt, so ja, eigentlich wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn Final da auch einen Gast dabei hätte, wenn er dann Danganronpa V3 macht. Nur dann habe ich mich wieder daran erinnert, Moment mal, die einzigen Leute, die er als Gäste haben könnte, sind die, die das Spiel nicht wertschätzen und es immer nur verarschen, weil es eine Nobel ist. Wobei man es, wenn man es ganz genau nimmt, ist Danganronpa ein Horrorspiel. Also laut Genre, weil es gibt ja den Danganronpa Anime und der ist nun mal ein... Haha! Und der ist nun mal ein... Ja, der zählt nun mal zum Horrorgenre. Okay. Jetzt muss ich erst mal gucken. Also es wäre schon lustig, wenn das machen würde, aber ich glaube, der Ernst der Situation würde dann verloren gehen. Und das will ich eigentlich nicht. Die Frage ist, was war jetzt unten? Okay. Scheiße. Dieser geheime Ausgang führt dich zu mehreren Prüfungen. Zeig dein Können und gib nicht auf. Ich gebe auf, ich breche ab. Scheiß Origins 2. Nee, natürlich nicht. Das Spiel macht mega Laune, sonst will ich es nicht spielen. Oh shit. Ja, deswegen. Weil ich habe mich gerade auf dem Hinweg wieder daran erinnert. Aber egal. Ah, natürlich wieder von hier. Ach, was soll's. Die Musik ist cool. Das entschädigt schon mal für vieles. Ja. Wow. Es ist tatsächlich so, dass Gameplay bei einem Spiel zu den unwichtigsten Dingen gehört. Das merkt man erst dann, wenn man möglichst viele verschiedene Spiele gespielt hat. Also von verschiedenen Genres.
Weil für mich die zu den wichtigsten. Warum springe ich? Für mich zu den wichtigsten Aspekten eines Spiels zählen unter anderem Story und Musik. Das Gameplay an sich ist eigentlich das Unwichtigste, ganz im Ernst. Weil auch ein Spiel mit beschissenem Gameplay, aber geiler Musik und geiler Story kann gut sein. Und umgekehrt ist es genauso ein Spiel mit geiler Grafik und geilem Gameplay, aber mit einer beschissenen Story und schlechtem Soundtrack, das werde ich nicht spielen. Oder ich werde es antesten oder so und dann sagen, nee, ist scheiße. Oh, fuck. Ja, ja, ja. Gut. Ja, was sollte ich noch sagen? Genau, es gibt ja von den Spielgenres her, also eine man ist, das habe ich auch schon gemerkt, privat natürlich vielleicht nicht aus Persönlichkeitsdingen gesehen. Persönlichkeitsdingen, wie soll ich es ausdrücken? Also es gibt so einen kleinen Unterschied, was man als Let's Player spielt und was man als Privatperson spielt. Also als Beispiel, ich als private Person, wenn ich jetzt zocke, ohne irgendwas aufzunehmen oder so, ich würde niemals ein RPG spielen. Niemals, weil ich es stinklangweilig finde. Das ist nun mal leider so. Ich würde niemals ein RPG privat spielen, weil es einfach stinklangweilig ist. Auch kein Action-Adventure und erst recht keine Horrorspiele. Was war das? Irgendwas habe ich weggemacht. Deswegen, ja, das sind so Sachen, die ich, oh, die ich eigentlich nur als Let's Player spiele. Privat eine Novel würde ich, wenn dann, nur spielen, wenn ich wirklich Lust drauf hätte. Aber das ist eher selten, wenn ich, dass ich privat eine Novel spiele. Es kommt vor manchmal, ja, aber wie gesagt, das ist selten. RPGs und Horrorspiele spiele ich privat überhaupt nicht. Weil ich finde sie, naja, für Horrorspielen habe ich Schiss und RPGs sind stinklangweilig. Ist nun mal leider so. Deswegen hätte mir Final gesagt, ah, oh, spiele erstmal Xenoblade. Xenoblade Chronicles 2 privat an und dann mach's als Let's Play. Ich glaube, nach 10 Minuten hätte ich es weggeschmissen. Nee, nicht weggeschmissen, das ist ein zu harter Begriff, aber nach 10 Minuten hätte ich ausgemacht und hätte gesagt, okay, keine Lust drauf, ich Let's Play das Spiel nicht. Aber als Let's Play, da bin ich in gewisser Weise dran gebunden. Ja, nicht direkt dran gebunden, weil ich muss das Spiel ja nicht, ich muss das Spiel weder spielen noch beenden. Challenge 1. Oh! Ich hab nicht gelesen, Moment. Und höre auf eine Westernmusik. Also, ich bin weder an dem Spiel. Moment. Erreiche das Ziel, ah. Also, ich bin weder an ein Spiel gebunden, noch sonst irgendwas. Also, ihr wisst, wie ich das meine. Aber als Let's Play, da hat man doch so ein bisschen mehr Ehrgeiz noch ein Spiel. Irgendwie habe ich das vermutet. Ich wollte es sogar aussprechen, aber. Weil ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ob ich springen drücken soll. Ja, also als Let's Play hat man, oder als Stream, je nachdem was man macht, hat man mehr Ehrgeiz, ein Spiel auch wirklich zu Ende zu bringen. Warum so ein Westernlied? Das ist scheiße. Also eigentlich nicht, eigentlich ist es tierisch geil, aber die Situation hier ist gerade scheiße, weil ich rumwursteln muss. Und ich kann nicht mal meine Blume schlucken. Wow! Gut, dass ich noch rechtzeitig nach vorwärts gedrückt habe, sonst sähe es schlimm für mich aus. Ja, der ist schon platt. Das ist der vom ersten Teil oder so. Nein! Du Hund! Du Final Hundebeauftragter! Nein! Hahaha.
Ah, oh, das finde ich lustig. Vielleicht, weil ich mir gerade das Let's Play von mir mit Osoma als Gast angesehen habe. Da musste ich auch erstmal herzhaft lachen. Weil ich gar nicht mehr gewusst habe, wie ich auf manche Situationen reagiert habe. Das war schon amüsant. Da würde ich den zweiten Teil Final auch lieben gerne andrehen, aber es bringt leider nichts. Ich meine doch, es wird schon was bringen, aber... Naja, ich will den dritten von ihm sehen, nicht den zweiten. Doch, eigentlich will ich den zweiten auch von ihm sehen, aber... Aber, naja, ich könnte ihm, wenn, dann nur ein Strafspiel andrehen, wenn ich gewinnen sollte. Ich meine, okay, denn Teil 3 macht er sowieso freiwillig, das erste Kapitel, also... Da ist er schon mal... Aha. Hau ab! Nein! Ich wusste nicht mehr weiter, ich hatte Angst in der Luft. Scheiße, ich wollte eigentlich das da. Oh Mann. Ich freue mich riesig gerade. Ich habe so verdammt gute Laune, das ist der Wahnsinn. Es war die goldrichtige Entscheidung, das hier nach Danganronpa anzureihen. Es war sowas von gut. Weil ich glaube, ich hätte beim Spiel zwar auch Spaß gehabt, wenn ich es nach Pokémon Purpur gemacht hätte, aber ich glaube, ich hätte nicht so viel Spaß gehabt. So ist es einfach viel besser. Und es ist wichtig, dass man auch Spaß in einem Spiel hat. Auch wenn ein Spiel einen psychisch fertig macht. Es ist ja auch in gewisser Weise Spaß, wie auch immer. Aber naja. Naja, ich hab gedrückt gehalten! Na, woher ist dieses Lied überhaupt? Das kenne ich gar nicht. Es klingt irgendwie aus diesem Bud Spencer und Terence Hill Spiel, aber das gab es zu dem Zeitpunkt, wo das hier gemacht wurde, noch gar nicht. Für Mega Man klingt es ganz anders. Ansonsten hätte er auch hier Tomahawkmans Stage-Musik einfügen können, aber es wird zumindest passen. Ja, ich war gierig. Schon wieder? Warum springe ich so dämlich gerade? Jetzt kommen die fliegenden Schildkröten, oder? Ja. Das Problem ist, ich darf nicht zu sehr warten, weil ansonsten hink ich zu weit hinten. Ich verliere gerade alle meine Leben. Und wer ist daran schuld? Final! Da ich euch nun befreit habe, werdet ihr was als erstes tun? Final zerstören! Genau! Dum, 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 dum. Final zerquetschen! Final einfrieren! Final schmelzen! Final wegblasen! Jungs, nach Nordrhein-Westfalen geht's da lang. Ja, war gerade ein bisschen frei improvisierte, synchronisierte Szene von Disneys Herkules. Da, wo Hades die Titan freigelassen hat, da sagen sie eigentlich Zeus zerquetschen und so weiter. Nur habe ich es jetzt ummodelliert in Final. Ruinieren. Boah, ich muss mir so die Finger brechen, um den Sprung hier zu schaffen. Das ist ja abartig. Gibt es einen Mittelpunkt? Wahrscheinlich nicht. Okay. Oh, shit. Einer Sprünge auf Speedrun. Tactics. Ja, Tactics mit E. Nein! Wow! Das war knapp. Aber es... Oh, gibt es hier etwa mehr Sterne? Ah, das würde vielleicht erklären, wo die letzten Sterne fehlen. Hat er auch gesagt, wie viele Prüfungen? 5? Keine Ahnung. Aha, jetzt ohne. Erreiche das Ziel. Oh nein! Nicht sowas. Nein! Ich hasse das!
Das ist dreckig. Das erinnert mich an etliche Mario-Hacks, die ich... Nein! Ich verrecke. Okay. Schnell, aber dennoch vorsichtig. Hier ein überspringen, weil ich es kann. Hier auch ein paar. Ich war mir nicht sicher, ob ich in der Luft landen muss. Okay. Ja, mach die Schlange noch länger. Oh oh. Oh. Moment, durchrennen. Nee, geht nicht. Ah, ich weiß schon wie. Ah, das ist dreckig. Ist dreckig wie meine Socken. Nee, tatsächlich sind meine Socken gar nicht so dreckig. Weil ich wegen der Arbeit auch des Öfteren neue anziehe. Also nicht neue, aber ihr wisst schon. Frische. Weil ich kann ja nicht Tag ein, Tag aus in denselben Socken immer rumlaufen. Dann verrecke ich ja an dem Gestank. Wobei, so sehr stinke ich gar nicht. Okay. Achso, ich kann die Dinger nicht nehmen. So, jetzt muss ich aufpassen. Er ist nicht gesprungen. Das Problem an der Sache ist, ich kann dir nicht mal einen anderen Soundtrack einfügen, weil ich das Geräusch vom P-Switch hören muss. Ja. Blöd, dass ich das Ding nicht mitnehmen kann, aber ist vielleicht auch nicht mitnehmen kann. So. Aber ist vielleicht auch ganz gut, sonst würde ich es immer versehentlich mitnehmen. Und dann würde ich verrecken. Ja. Ein zusätzlich. Wow. So. Muss wahrscheinlich da drunter durchrennen unter die Fromps, aber es wird eine ziemlich knappe Partie. Wow. Nein, ich dämlicher Hanselkopf. Ich hab's im Voraus gesehen, bin aber trotzdem gesprungen, weil ich dumm bin. Egal. Ein Wolf darf auch mal dumm sein, bin ich ja oft genug. Wow. Aber in der Arbeit bin ich's nicht. Wobei, eigentlich bin ich gar nicht so blöd. Irgendwie bin ich nur während den Aufnahmen so blöd, aber ich bin... Naja, wie hat es meine Mutter formuliert neulich? Wenn ich Interesse für was hege, dann bin ich ziemlich intelligent. Weil dann... Ich lerne Sachen schnell, die mich interessieren. So hat sie es ausgedrückt. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel... Er ist wieder nicht gesprungen. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel über irgendwas informieren will... Also zum Beispiel, weiß ich nicht, über irgendwas Geschichtliches oder über irgendein Spiel. So wie zum Beispiel, da kommt man absichtlich nicht hoch, weil es genau ein Block zu hoch ist. Hier zum Beispiel über Danganronpa oder so. Dass ich mir auch Hintergrundinformationen zurecht sammle oder über Halo. Tatsächlich gibt es nur drei Spielereien, von denen ich mir Hintergrundinformationen angeeignet habe. Nämlich Tekken, Halo und Danganronpa. Diese Spielereien sind nun mal die drei besten Spielereien, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Ist wirklich so. Und ich glaube, wenn mich Street Fighter ein bisschen interessieren würde, dann würde ich mich da auch informieren. Von wegen, ja, wie alt ist Chun-Li oder pff, keine Ahnung. So, zack, 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 zack. Ich werde dich verkacks. Ja. Das war irgendwie klar, weil irgendwie hat der Front mich links irritiert. Da! Seht ihr es? Genau das. Ich werde wohl ein paar Versuche brauchen für das Level, aber es macht nichts. Okay. Den Rhythmus muss ich mir merken. Das heißt, ich habe eigentlich mehr Zeit, als ich glaube.
Weil es hört dann kurz auf, die Musik. So, das Geräusch. So. Ja, genau. Igitt. Dachte ich mir schon. Oh, ich kann es doch mitnehmen. Haut ab. Wobei, vielleicht sollte ich sogar eins mitnehmen. Ja, ich hätte Zeit sparen können. Aber egal, ich nehme es mit. Okay, da ist das nächste. So, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe. Der Feinde hat das gar nicht so geplant. Hehe. Ich trickse. Trick 17. Oh nein. Moment. Genau. Einmal Rhythmus drauf und easy. Also eigentlich easy. Dritte Challenge. Ich sammle Sterne hier wie ein Weltmeister. Gut, dann werde ich hier den Part beenden. Das war. Ich wollte. Erst wollte ich Danganronpa sagen und dann hab ich innegehalten und jetzt wollte ich Xenoblade sagen. Nein, Super Mario Origins 2. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.